Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Total War Rome 2 mit ich Sparta und mit dem Nico. Mit ich Sparta? Mit ich Sparta. It's Sparta! Hallo! Und Nico, der spielt die RDI. Genau. Keiner weiß, was die RDI sein sollen, aber ich bin irgend so eine kleine Piss-Fraktion. Der ist hier ein Pipi-Damnos. Genau. Pipi-Damnos. Wir spielen Multiplayer. Kampagne. Wer hätte es erwartet? Und wir spielen Mann gegen Mann. Haben wir ja vorher noch nie gespielt. Mal gucken. Das ist halt im Grunde nur der realistische Modus vom Koop-Modus. Also genau. Man kann halt dann auch Krieg führen und so. Und wir haben ja schon mal zwei Kampagnen angefangen, eine relativ weit sogar gespielt, bis da ein Epic Fail passiert ist und dann haben wir neu angefangen, aber noch nicht so viel gemacht. Nee. Und jetzt machen wir die hier zu Ende. Genau. Jetzt machen wir die hier zu Ende. Bis zum Schluss. Bis Jesus geboren wird. Bis null. So, ich hab 5000, was mache ich denn jetzt? Mit 5000. Nix. Nix, ja, nix, nix habe ich mir auch gerade gedacht, aber nix ist irgendwie immer so nix, ne? Erst so wenig, ne? Ja. Verstehe ich. So, ich hab erstmal schön Geld ausgegeben für Gebäude. Krasser Typ. Aha. So, jetzt machen wir erstmal Krieg. Wir sollten nur sagen, wir wollten eigentlich sowas wie irgendwas nehmen, was direkt nebeneinander liegt. Genau. Eigentlich hatten wir erst gedacht, Mensch, Rom, Karthago. Genau. Aber warum auch immer wir uns davon aufgehalten haben. Ja, aufgehalten nicht, aber in freundlicher Weise wurde mir der DLC-Pack für die griechischen Staaten spendiert von Herrn Neomid. Kenn ihn nicht. Ich auch nicht, aber naja. Erwähnen wir mal. Und dann kam ja schon, wir müssen ja griechische Staaten nehmen und jetzt sieht man, ich Sparta, eher RDI. Genau. Total griechisch. Weil wir wollten erst Athen, Sparta nehmen, aber das Problem ist halt, man hat da so komische Ausbreitungslinien dann. Ja, man, ja, das ist halt blöd, weil die teilen sich halt auch eine Provinz. Genau. Deshalb nehme ich jetzt die RDI in so, Epidamnos. Die Epidamnen. Die Epidamnen in RDI. Ich habe die Epidamnen. Und ich habe Sklavensteinschleuderer. Geil. Nicht mal genug Geld für richtige Einheiten. Aber die holen ja ihre Steine allein, ist doch gut. Die Helotensteinschleuderer. Guck mal, ich habe sogar schon einen Handelspater. Du hast einen Handelspater? Ja. Das ist aber schon die Triballer. Ich erwarte eure Befehle. Ich bin natürlich ein kriegerisches Volk, wer hätte das gedacht? What? Und aus diesem Grund muss ich natürlich jetzt hier auch fette Armee und ich muss direkt Athen angreifen, also in der nächsten Runde dann. Ist Athen eigentlich dein Klientelkönigtum? Das ist mir scheißegal. Nee, guck mal nach. Die werden vernichtet. Ja, ist ja in Ordnung. Athen. Athen, mit denen habe ich Handel. Die nur Handel? Die finden mich ganz dufte. Guck mal in deinem Fraktionstab und auf dem Button da. Und dann guck mal, ob da irgendwas mit Klientelkönigtum steht. Nein. Nein? Ich muss erstmal überhaupt gucken. Ich habe jetzt schon mal Krieg mit Epirus. Ich weiß nicht warum. Knossos findet mich eigentlich auch ganz dufte. Mit denen kann ich aber nicht handeln. Das liegt auch daran, dass ich die vernichten werde. Und mit. Ach so! Makedonien ist mein defensiver Schutzverbündeter. Und die sind noch im Krieg mit Tydis. Was die aber nicht wissen, ja, die werden von den RDI vernichtet. Hä? Nein. Doch. Tylis. Ja. Tylis? Achso. Ja, aber Makedonien doch auch. Nee, Makedonien dachte ich, kriegst du. Ach so, stimmt, das krieg ja ich. Ja, dann werden die von Sparta vernichtet. Und die ADI helfen. So. Genau. Vielleicht. Ägypten findet mich auch ganz knorke. Allerdings kann ich mit denen nicht handeln. Schade. Heul doch! Schade, schade. Ich kann irgendwie mit keinem handeln, ey. Was ist denn hier los? Ja, weil du keine Hafenstadt hast. Hallo. Ich bin Sparta. Ich brauche keine Hafenstadt, um zu handeln. Ja, mit Schiffen schon. Nein. So, nur Athen ist aber hier nix ist es. Nix. Ja. So, ich schicke jetzt einfach mal meinen Spion hoch. Ich habe noch nie mal einen Spion. Ich habe, wie heißt sie denn, die gute Frau? Doch. Huch. Die gute Frau heißt Timandra. Ich habe direkt einen Streiter. Interessant. Einen Streiter an der Box hat er. Ja. Ja. Was haben denn die Athener, die haben hier. Ey, guck mal, Athen, die klatsche ich doch weg nächste Runde, ey. Direkt mal Krieg machen. Mach doch jetzt schon.
wo wir gerade dabei sind. Nee, ich muss erstmal noch ein bisschen hier, weißt du, und... Ich bin... Aber dann. Aber dann? Aber dann. Dann so, ich zeige euch jetzt, was Nico macht. Man sieht Nebel. Der raucht ganz schön viel, der Bursche. Ja, bei mir ist hier immer Shisha-Bar und so. Guckt euch das an, ey. Die ganze Karte hat er voll gebarzt. In Epidamnus war übrigens die erste Shisha-Bar. Die erste Shisha-Bar? Die erste Shisha-Bar. In Epidamnus war die erste Shisha-Bar. Lach mir nie aus. Na, ja, würde ich niemals tun. Was nimmst du? Was? Hä? Was? Ich würde ja ein Schiff runterschicken, aber das bringt mir jetzt nicht so viel. Hast du ein Schiff? Ja. Ist ja krass, ihr könnt schwimmen. Ey, dafür habe ich ja sonst nichts. Also die Spartaner können nicht schwimmen, deswegen haben die auch kein Schiff. Genau, die Rüstungen sind zu schwer. Genau. Das nehmen wir einfach als Vorwand. So, was habe ich denn hier? Gleiches Blut, ja, das klingt doch schon mal supi. Boah, die Stadt Sparta ist aber auch ein bisschen kacke. Ich kann auch eine Konföderation machen. Weil das letzte Mal schon so gut ausging. Ja. Da war es dann auf einmal die gallische Konföderation. Da ändern sich auf einmal alle Namen. Aber das Gute ist echt, ich find's eigentlich cool, dass du dann einfach die ganzen Länder hast. Ja. Das Geld wäre natürlich auch cool, aber... Ja, das ist halt das Unlogische irgendwie. Ich weiß nicht, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ja, alle wollen, niemand will mit mir handeln. Was seid ihr denn für welche? Epirus, du vielleicht? Den also ich muss aber jetzt schon mal sagen, dass im kooperativen Modus, ja, hat man viel mehr Handelsmöglichkeiten. Das liegt nicht am Modus, das liegt an der Stadt, an der du gerade bist. Nein. Dann hätte ich dich ja aber schon als möglichen Verhandlungspartner. Nee, wie denn? Im kooperativen Modus natürlich, dann würdest du mir angezeigt werden. Ja. Bei Diplomatie. Aber ich würde einfach ablehnen. Will ja keiner mit dir handeln, das ist ja das Problem. Will ja keiner mit dir handeln. Ja. Wenn es zu Schlachten kommt, dann werden wir natürlich hochst intensivst alles per Autogefecht beenden. Genau, lassen. Anspruch von der Autogefechtsfunktion nehmen. Wer will denn schon selbst Kriege führen, hallo? Ja, vor allem in Total War. Ja. Das ist also... Total unrealistischer Shit. Unrealistisch. Ich hab heute Sprachfehler ohne Ende. Reden ist nicht mehr so. Reden ist nicht so deins, hast du? Nee. In meinem Alter. Da ist ein Epirusianer haben eine Stadt ausgebaut. Ich beobachte alles. Ja, was habe ich denn gerade gemacht? Das kann ich ja nicht sehen. So, Elektra. Ein gegnerischer Spion verbreitet Lügen in eurer Siedlung. Diese scheiß Epirusianer, ne? Sorgt für wachsenden Unmut der Bevölkerung. Passt mal auf, was ich gleich mache, du. Puh. Die werden sich aber jetzt noch blöd umgucken gleich. Dank jüngster Ereignisse könnt ihr nun euren Verbündeten ein Ziel vorschlagen. Ja, cool, erst Proto-Verbündete. Das ist schon schön. So, pass mal auf, was ich jetzt mache. Ich hole mir jetzt nämlich erstmal. Ja. Nix. Ja, gut, also. Ich dachte, komm, ich hole mir einen Streiter, aber ich kann mir keinen Streiter holen. Ist ein super Plan von dir. Also, so nichts holen? Ja, ich dachte mal, komm, machst du mal, weißt du? Machst du mal. Verdammt, Athen baut sich aus, die haben mitgedacht. Die haben nicht gehört. Scheiße. Dann muss ich natürlich auch weiter ausbauen, nicht wahr? Ja, Athen muss vernichtet werden. Oh Mann. Mit dem will keiner verbündet sein, das ist das Problem. Doch, alle wollen sie, aber ich vernichte sie alle, das ist das Problem. Richtig, alle wollen sie. Ja, natürlich. Alle wollen sie. Red dir doch ruhig weiter ein. So, ich brauche mehr hier. Ja. Wer ist denn besser von denen eigentlich? Ach, guck mal. Nee, Moment, ihr geht mal wieder weg hier. Ich hole mir die. Die können nämlich einmal mehr pro Minute schießen. Pro Stunde können die einmal mehr schießen. Ja. Los! Wie hieß sie nochmal? Chlamydienfrau. Timandra, Tier, geh nach Epidamnos. Ich habe eine Fraktion angetroffen. Wen? Weiß nicht, die heißen RDI. Komischer Name. Seid gegrüßt! Was ist wir das? Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Bringt uns Worte, die unsere Herzen erwärmen. Was ist diese Sputer? Sputer? Ja, direkt militärisches Bündnis. Militärischer Zugang. Krieg beitreten gegen. Epirus.
Ich hätte auch gerne einen Hacken. Komm, ich schick den mal. Vielleicht sind das ja nette Burschen. Man weiß es ja nicht. Ich kenne die ja nicht, diese Ardianer. Meiner guckt voll unbeteiligt. Wir sind felsenfest. Du bist vorsichtig und treu. Bei dir steht zuversichtlich und treu. Ja, wir sind zuversichtlich, siehst du? Ja, das ist aber gelb. Ja, aber bei mir steht trotzdem felsenfest. Okay. Wäre ja auch komisch, wenn die Spartaner von sich sagen... Kein Handelsabkommen? Nee, geht nicht. Ich habe doch keine Hafenstadt, wie du schon so richtig sagst. Ich dachte per Land. Geht nicht. Ist kaputt. Kannst du auch hier, warte mal, kannst du ein bisschen Geld zahlen eigentlich hier. Sag's nahezu. 1.500, ey. Ja, okay, komm, nehme ich mal an. Nein, ich möchte nicht. Genau das Angebot, was du mir geschickt hast, will er nicht. Nee, das ist doof. Vor allem, ich habe dich noch nicht mal entdeckt. Ich sehe dich immer noch nicht auf der Karte. Echt? Aber ich habe dich entdeckt. Hab aber schon irgendwelche Bündnisse mit dir. Ja, aber dann müsstest du ja eigentlich in der nächsten Runde. Ne? Weiß ich noch nicht. Werde ich sehen. Makedonien, die werde ich ja auch bald angreifen. Die Armen. Warum die Armen? Ist doch mir egal. Spartanischer Spion! Ich sehe... Hallo! Hallo, du Adiaja! Meiner heißt Verzo. Bei mir steht... der Zorn der Amatus. Bardulis. Die Armee, ja. Hallo, Bardulis. Aber der Bardulis winkt mir zu. Bardulis. Hallo! Wer ist denn meiner eigentlich? Klaus. Ich erwarte eure Befehle. Arius? Und Baktus. Ich erwarte eure Befehle. Nein, Kalinos. Na gut. Lassen wir das mal so stehen. Ich kann in Sparta gar nichts mehr bauen, das ist voll blöd. Ja, ich habe auch nur so eine kleine Pizzle-Provinz Stadt da, bekommen. Hab da gerade mal drei Dinger hier, ne? Oh, Rom hat Epirus den Krieg erklärt. Was? Ja. Haha. Scheiß Epirusianer hier. Ich danke. Findest du die blöd? Ja, voll kacke, ey. Findest du nicht so Töfte? Nee. Schon gar nicht, was die damals hier... weißt du? Was die uns angetan haben. Was auch immer das war. Ja, jeder kennt sie, die... Epirusianer. Wir haben Athen... Nee, wir haben Athen Gefechtsunterstützung gegeben. Das finden die nicht gut und das finde ich natürlich auch nicht gut. Das sie es nicht. Verstehe ich. Voll und ganz. Ja. Und dass wir ein Abkommen mit Makedonien haben, finden die auch nicht gut. Ich kann die gar nicht mögen. Wo fährst du mit deinem Schiffschebötchen hin? Ja, ich wollte dich eigentlich suchen gehen, aber hat sich ja jetzt erledigt. Hast du mich gefunden? Ne. Nee. Keiner will dich finden. Ja, also wenn ich Athen habe, dann können wir Handel betreiben, verstehst du? Geht das überhaupt? Ich sehe keine Seeroute, die da hinführt. Nein, das geht. Das geht. Das geht, sagt er. Ja, ich hab ja eh keinen Krieg mit allen, jetzt sehe ich dich auch, okay. Ich hab eh keinen Krieg mit allen. Ja, ich hab keinen Krieg. Ich auch nicht, doch, ich hab mit Epirus einen Krieg. Ich bin momentan sehr, Kriegslos? Kriegslos, ja. Also ich werde auch demnächst, gegen Epirus aufmarschieren, ne? Mach doch. Was hat Epirus da gemacht? Die haben einen abgezogen. Ja, die werden jetzt gleich Brundisium wahrscheinlich angreifen. Greif Brundisium an. Die Daoas, die wollen mit mir eine Nicht-Angriffspaktung und geben mir dafür Geld. Das ist doch immer eine feine Sache. Wo sind denn die Daoasi? Über mir. Ah, über dir. Könnte von Vorteil sein. Eine Nebensiedlung. Sparta. Ja. Hellas. Logistik. Ihr habt eine technologische Weiterentwicklung erzielt. Ich bin begeistert. Ist Sparta. So, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich erstmal hier, ne? Genau. Ja, jetzt muss ich ja erstmal. Das ist jetzt halt problematisch, ne? Ich muss ja jetzt erstmal auf zivil gehen. Musst du das? Ja, und nicht? Ja, nicht? Dauert ja nur 2 Runden, kann man eben mal machen. Dann. So, ich habe 10. Was hat er jetzt hier drin stehen? Er hat 6 und er hat 8. Jetzt müsste ich natürlich noch eine Runde warten. Na, dann kann ich auch noch was bauen. Ich hab 3300, also. Skutari-Speerkämpfer.
Jetzt haben wir schon wieder hier die falschen reingemacht. Ich will die haben. Oh Gott, ey, was habe ich mir hier nur aufgebrummt? Aufgebrummt? Was haben wir denn hier? Periökische Pelasten. Illyrische Adelsobliten. Spartanische Obliten, sind die gut? Du bist Sparta, du lebst von Obliten. Ja, das heißt ja nicht, dass sie gut sind. Ich habe ja auch Helotenbogenschützen. Ja, das ist nur so das Beiwerk. Obwohl mir das natürlich... Ich muss mal gucken. Was bringt mir das denn im späteren Verlauf? Nix. Das ist schön. Nix ist immer gut. Gebäudeketten, nee, nicht Baktrien. Wie Baktrien? Baktrien. Gib dir gleich mal Baktrien hier. Echt? Hm. Gibst du mir gleich Baktrien? Ja. Ja, cool. Also zwei Stück haben. Spar ich mir den Weg dahin. Spartanische Obliten, ja. Holosiderus. Ach komm, wir bauen einfach das, dann können wir schöne Spartaner bauen. Die werden nicht mehr geboren, die werden jetzt gebaut. So. Endlich wissen wir auch, woher die Spartaner kommen. Aus der Werkstatt. Genau. Adiae, griechischer warum kriege ich griechische Skorpione? Hm. Das weiß man nicht. Illyrische Seesoldaten, illyrische Tureo-Speere. Ach, immer diese Auswahl an Gebäuden. Ach, oh, immer das Gleiche. Ja, immer schlimm. Athen. Okay. Die Delmaten haben den Venetern den Krieg erklärt. Ja, das ist interessant. Boah, ich muss mir jetzt 220er Armeen aufbauen, ne? Nur 220er Armeen? Mhm. Ich finde, was ich an dir immer gut finde, dass du es gar nicht so übertreibst. Ja, ne? Dass ich auch immer so zögerlich bin, was Krieg angeht. Ja, das finde ich super an dir. Das ist so eine Eigenschaft, da sage ich mir immer, wow, Respekt. Ja. Und dann sagst du so alles. Die Ironie dahinter werdet ihr noch sehen. Die Klauen des Orkianos. Die Getreuen der Helene. Agamemnon. Guck mal, Sparta. Im Namen möchtest du nicht meiner Konföderation beitreten? Nein. Und die Epirusianer finden das aber nicht so töfte, dass ich mit dir ein Abkommen habe. Ja, ach komm. Weißt du, auf die brauchst du gar nicht achten, die sind eh bald vernichtet. Das kann ich dir schon mal sagen. Ich nehme dich beim Wort. Meine Spionin ist schon dahin unterwegs. Ich hätte sie eigentlich auch in der letzten Runde, glaube ich, hinschicken können. Und dann wird da schon mal ein bisschen Unruhe gestiftet. Damit ich dann in 20 Runden die vernichten kann. Wenn Marcel sowas sagt, dann heißt das immer, es dauert noch ungefähr 40 Runden, bis wir überhaupt mal irgendwas auf die Kette bekommen. Aber ich greife die Gegner ja auch irgendwann mal an. Ja, ich hole mir die alle durch meine Konföderation rein. Ich muss mal gucken, ob Sparta irgendwas machen kann. Spartanisches Heiligtum oder so. Kliathen-Königtümer. Toll. Ich dachte, spartanisches Heiligtum. Was ist denn ein spartanisches... Genau. Ein was baue ich denn? Eine Schmiede oder eine Bronzewerkstatt? Eine Bronzewerkstatt ist doch auch schön, aber eine Schmiede bringt dir doch mehr, oder? Ja, die Schmiede würde mir illyrische Plünderer bringen und die Schmiede illyrische Obliten und die Bronzewerkstatt illyrische Plünderer. Also ich würde die Schmiede nehmen. Obliten? Na. Was willst du mit Plünderer? Das war wieder recht. So, ja, ich habe halt leider noch nicht so viel und ehrlich gesagt habe ich auch nicht genug, um überhaupt mit irgendwem hier Krieg anzufangen. Ja, ist am Anfang echt schlimm, ey. Echt schlimm. Echt schlimm. Du hast aber auch, die Stadt ist eigentlich sehr idyllisch bei dir. Wenn da dieser scheiß Namensschild nicht da wäre, könnte man noch mal sehen. Das ist ein kleines idyllisches Örtchen. Jetzt bauen sie, guck mal, jetzt hier bauen sie. Da haben sie einen Kran aufgebaut. Epidamnos ist halt wirklich das ardialische Reich, ja. Reich beginnt zu wachsen. Oh, guck mal hier, ich habe so eine Statue da sitzen. Geil. Ist das Leonidas? Wie er da so sitzt. Sieht eher aus wie Jesus, aber gut.
Ja, wusstest du das nicht? Leonidas ist Jesus. Ach so, nein, wusste ich nicht. Ein ehrloser gegnerischer Spion hat den Brunnen. Was? Diese scheiß Spione, wa?